Hallo, hier ist wieder der Aquarianer und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie sich meine Guppies vermehren und wie man Guppies schnell züchten kann im Schwarm, sodass das ganze Aquarium voll mit Guppies ist. Und zwar ist es so, dass Guppies Schwarmfische sind, die lebend gebären. Das bedeutet, die Junglinge, die sie kriegen, sind schon am Leben und ganz klein und schwimmen dann hier durchs Aquarium. Bei laichenden Fischarten muss man aufpassen, welche anderen Fische man sich ins Aquarium holt, denn es kann sein, dass die Eier gefressen werden. Daher vermehren sich Guppies in der Regel doch besser und sind auch für Anfänger eher geeignet. Meine schwimmen hier zum Teil an der Oberfläche. Man braucht männliche und weibliche Guppies, damit man jungen Fische bekommt. Und ob sie schwanger sind, kann man daran erkennen, wenn sie hinten an der Schwanzflosse im Körper einen dunklen Fleck haben. Mal sehen, zum Beispiel dieser hier hat einen dieser Flecken hinten, man erkennt ihn genau. Wenn ich versuche, den Finger darauf zu deuten, dieser Fleck hinten am Schwanz, vom Schwanzanfang. Und wenn man genau hinsieht, kann man auch Mini-Jungguppies erkennen. Ich versuche mal ein oder zwei auf die Kamera zu bekommen. Die sind sehr schwer zu erkennen, weil sie so klein sind. Vorhin war einer an diesem Taucher hier. Auf jeden Fall kann es passieren, dass Jungguppies auf einmal wieder verschwinden. Dies tun sie, um die Population zu regulieren. Denn es gibt immer eine Art Maximalanzahl an Guppies, die das Aquarium vertragen kann, der Raum. Und je nachdem, wenn sie erreicht ist, werden auch keine neuen Jungguppies heranwachsen. Da hinten kann man einen an der Pumpe erkennen, wenn ich versuche heranzuzoomen. Fast wie eine kleine Kaulquappe sieht es aus. Da. Und wie erwähnt, davon sind hier einige. Sie sind wirklich sehr winzig im Vergleich. Und schwimmen hier auf dem Schwarm schon umher. Und irgendwann werden sie auch heranwachsen. Zu neuen großen Guppies, wenn genug Raum im Aquarium gegeben ist. Die Beleuchtung und die Bepflanzung begünstigen auch das Vermehren der Guppies. Man muss sie regelmäßig füttern und auch dafür sorgen, dass sie keine Fischkrankheiten bekommen. Und dann werden sie sich auch im eigenen Aquarium sehr zügig vermehren. Und ein Guppy kann im Schnitt circa ein Jahr alt werden. Und manchmal erkennt man auch die Fische an Altersschwäche daran, dass sie so eine Art Knick haben und nicht mehr an der Oberfläche schwimmen, sondern am Boden, weil ihre Schwimmblase beschädigt ist oder ihre Rückengräte. Und dadurch kann man es erkennen und sich dann darauf einstellen, dass dieser Guppy bald sterben wird. Aber wie man sieht, ist es überhaupt nicht schlimm, denn es entstehen sehr viele neue Jungguppies in jedem, so ziemlich jeden Tag. Je mehr Fische man hat, desto mehr Jungfische kann man auch erwarten. Wenngleich die Heranwachsensrate dann etwas geringer ist, sodass man ungefähr immer die gleiche Anzahl an fitten, vitalen und jungen Guppies im Aquarium hat, auch nach längerer Zeit, die dann in aller Pracht erstrahlen. Man kann auch teilweise die Abstammung an den Farben erkennen. Manche sehen ähnlich aus wie diese beiden blauen mit den roten Flecken am Schwanz. Und die Weibchen sind daran zu erkennen, dass sie weniger farbenfroh sind und etwas rundlicher. Der blau-lilane ist zum Beispiel jetzt ein Männchen und das vordere Tier hier ein Weibchen. Und am Boden habe ich auch noch ein paar andere Bewohner wie meine Welse. Die fressen die Sachen vom Boden. Und das hier ist ein Guppy. Ich hoffe, dieses Video darüber hat euch gefallen, wie man seine Guppies züchten kann.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mich würde freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr auch Guppies habt und ob eure sich genauso gut vermehren. Falls ihr Tipps habt, würde ich sie auch gerne hören. Damit ihr kein weiteres Video verpasst, könnt ihr mich gerne abonnieren und auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.